Check the mic and make sure it sound right, boys. Yo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier bei Raffas Barbershop. Mein Name ist Rafa. Ich zeige euch heute ein neues Tutorial, und zwar ein Sidepart. Wir machen einen Midfade im Endeffekt von der Höhe her und dann eine Linie oben, wo das Deckhaar zum Übergang getrennt wird. Ja, sorry, der Pedro hat mich hier gerade mit seinen Faxen mal wieder aus dem Konzept gebracht. Also, wir starten hier mit einem Trimmer, ungefähr so anderthalb, zwei Finger überm Ohr circa. Ich habe vorne an der Konturenlinie habe ich es ein bisschen tiefer gelassen, dass, wenn wir es hinterher ausrasieren, die Linie da ein bisschen dunkler zu sehen ist, dass die Kontur besser zur Geltung kommt. Ich finde, das sieht bei dieser Frisur hier ganz schick aus, gerade auch wenn du dunkle Haare hast und die Seiten ziemlich dicht sind, dann kommt das gut zur Geltung. Ja, anschließend nehme ich dann den Rasierapparat oder auch Shaver genannt und fahre ungefähr so ein paar Millimeter unter der ersten Linie, die ich gemacht habe. Bis dahin fahre ich so und mache dann am Ende so ein bisschen die C-Bewegung, dass das nicht zu tief reinschneidet, dass die Linie hinterher nicht so schwer wegzukriegen ist. Wenn da irgendwie noch die Linie zu sehen sein sollte, dann nehmt ihr halt den Trimmer und zieht die Haut ein bisschen nach oben und macht immer die C-Bewegung, dann verschwindet die Linie. Ja, dann, wie ihr hier seht, schneide ich mit der Gamma Ergo X. Hebel ist bei dieser Guideline hier auf offen gestellt, wie halt bei allen anderen Tutorials auch. Wir starten immer mit Hebel offen, dann Hebel mittig und Hebel zu. Falls euch das nicht klar sein sollte, stoppt gerne zwischendurch das Video, schaut unten in die Ecke, da habe ich immer reingeschrieben, wie gerade die Position vom Hebel ist. Dasselbe, was ihr halt an der Seite macht, das macht ihr auch hinten. Und ja, bei Hebel mittig fahrt ihr immer so in diesem Bereich auf die Mitte und Hebel zu geht ihr dann quasi nur noch über die unterste Linie. Fahrt nicht zu hoch, sonst macht ihr wieder Lücken rein, sonst macht ihr Löcher und schneidet ihr Macken und versucht immer die C-Bewegung am Ende zu machen, so dass das alles schön ineinander verlaufen kann. Ansonsten, wenn ihr immer mit der Kopfform so reinschneidet, kann es passieren, dass ihr Macken macht und die ihr dann hinterher wieder ausbügeln müsst, wo ihr natürlich keinen Bock drauf habt, weil ihr wollt ja auch fertig werden, ne? Und ihr wollt ja auch, dass es gut aussieht. Das hier ist übrigens mein erstes Video mit der Gamma Ergo X, wo ich zeige, wie man mit der schneidet. Ich benutze auch die Originalaufsätze, die da mitgeliefert werden. Wie ihr das hier sehen könnt, hier benutze ich den 4,5 mm Aufsatz. Die Aufsätze sind nicht so mein Fall, die haben unten Magneten. Ich finde es ein bisschen umständlich, wenn man die Aufsätze wechselt, da muss man immer darauf achten, dass man die auch wirklich vernünftig aufsetzt, weil der Magnet greift natürlich sofort, wenn er auf Metall trifft. Und ja, ich finde halt diese Aufsätze von Wahl mit der Metallklammer unten, finde ich, gehen einfacher drauf, einfacher ab. Ja, aber es ist halt Geschmackssache, ne? Und was mir bei diesen Aufsätzen auch nicht gefällt, ist, dass beim 1,5 mm Aufsatz ist die Verzahnung vorne ziemlich lang. Man muss ja mit 1,5 mm, sage ich mal, ziemlich fein arbeiten können. Und dafür, finde ich, sollten die Zähne sehr kurz sein, damit man auch genau sieht, wo man gerade ist. Ich hatte hier ein bisschen Probleme, weil ich eigentlich, wenn ich diese Maschine benutze, nehme ich immer die Wahlaufsätze drauf. Aber für euch habe ich halt die Originalen benutzt, damit ihr auch seht, dass man mit allem, was zugeliefert wird bei dieser Maschine, auch so ein Fade hinbekommen kann. Kann jetzt natürlich auch sein, ist eine Gewöhnungssache, dass es sonst besser klappt, wenn ich öfter damit schneide. Nur wie gesagt, mein Fall sind die nicht so. Und bei mir sind die eher so zur Deko an der Seite, sehen cool aus, aber ich benutze die nicht so gerne. Ja, hier seht ihr, jetzt bin ich gerade mit dem 1,5 mm Aufsatz am Gange. Und ich habe da so ein bisschen meine Probleme gehabt. Musste ein bisschen vor- und zurückarbeiten am Ende nochmal mit dem 3 mm Aufsatz. Und ganz zum Schluss
Das hatte ich jetzt hier leider nicht mehr gefilmt. Musste ich nochmal ohne Aufsatz mit Hebel auf offen, damit das wirklich eine perfekte Verblendung ergeben hat. Ihr könnt natürlich bei diesem Haarschnitt auch den Strich weglassen, die Linie ist nicht unbedingt erforderlich, dass ihr unbedingt da eine Linie reinmacht. Wir haben uns halt dafür entschieden, weil ich dachte, seine Haare oben sind noch ein bisschen kurz. Er wollte die gerne wieder wachsen lassen, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Machen wir da mal wieder eine Linie rein, dass man die Haare schön zur Seite kämmen kann. Ja, ist eine schöne Sommerfrisur meiner Meinung nach. Ja, und wenn ihr es dann geschafft habt, die Seiten schön anzupassen, dass sie wirklich gut aussehen, dass da keine großen Macken mehr sind, dass alles schön miteinander verblendet ist, einen schönen Schatten ergeben habt, dann feuchtet ihr das Haar an, trennt oben das Deckhaar von den Seiten und dann nehmt ihr den Fade-Kamm, haltet ihn flach an die Haut an, stellt ihn auf und dann schneidet ihr alles, was rüberhängt, mit Hebel auf zugestellt ab. So könnt ihr das schön anpassen miteinander. Ihr seht ja, da hängen noch ordentlich Haare rüber. Das ist eine ziemliche Kante. Das ist die einfachste Methode, um diese Kante wegzubekommen. Und wenn ihr das dann geschafft habt, müsst ihr nur noch mit der Modellierschere alles ein bisschen weicher schneiden. Ja, und damit wir das dann schön sauber hinbekommen, die Verblendung, schneiden wir am Anfang erstmal nur die Spitzen oberflächlich an, schauen, wie es sitzt. Wenn es dann zu dick ist, gehen wir mit der Schere ein bisschen tiefer rein und nehmen da quasi die, ja, wie nennt man das? Auf Englisch sagt man Bulk. Auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, einfach so die Schwere des Haares, ne? Die Dicke, die Fülle, ein bisschen weg. Ja, das ist jetzt hier der Part, wo wir die Linie reinrasieren. Wir hatten ja schon vorher oben abgetrennt das Deckhaar von den Seiten und haltet dann mit dem Kamm ein bisschen das Deckhaar an der Seite und rasiert mit dem Trimmer vorsichtig eine Linie rein. Macht die nicht zu dick, soll ja nicht wie eine Autobahn am Ende aussehen, sonst soll ja nur eine quasi kleine Hilfe sein zum Abteilen der Haare. Und hier ist dann auch schon quasi der letzte Schritt, indem wir einfach nur die vorher so nach unten gezogene Linie ausrasieren. Geht ihr am Ende nochmal mit dem Rasiermesser ein bisschen rüber, müsst ihr aber nicht unbedingt. Auch mit dem Trimmer ist es kurz genug. Ja, und dann ist eigentlich schon der Haarschnitt fertig. Zeige ich euch nochmal das Endergebnis. Leider hat die Kamera dann nicht so richtig fokussiert. Aber ihr seht ja, wie. Ja, mit manchen Leuten kann man halt einfach keine Videos machen, weil die immer nur am Lachen sind und alles versauen. So, hier ist auf jeden Fall das Endergebnis nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr mir drunter schreibt, was ihr demnächst sehen möchtet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Ciao.